Abend des 24. Praios. Vor euch liegt die erste Brücke ins Feindesland. Eine Verengung des Landstriches, welche die Mordbrenner genutzt haben. Kaiserhain, mit einer kleinen, trutzigen Wehranlage am Fluss und einer Brücke, die ihr braucht, wenn ihr euren Wagen weiterhin mitführen wollt. Nachdem ihr die Lage ausgekundschaftet und euch entschlossen habt, sie hervorzulocken, hat euer elfischer Freund einen Pfeil aufgelegt. Lächerlich weit war der Schuss über eine knappe halbe Meile geflogen, bis er dann mit tödlicher Präzision ins Auge eines Mordbrenners sich bohrte und seinen Schädel explodieren ließ. Während ihr nicht einmal die Menschen richtig ausmachen konntet, hat dem Elf nicht nur der Kopf gereicht, sondern hat wahrlich einen Blattschuss auf das Auge angesetzt. Die Feinde bleiben abgeklärt. Sie gehen in Formation, formieren einen Schildwall und schreien gern Feste. Von dort klingen ebenso Befehle und auf eine ungehörte Beschwörung hin erheben sich aus den Feldern die Toten. Erde wird zur Seite gewühlt und Leichen marschieren auf die Waldlinie zu. Nach und nach wanken bis zu 20 Körper umher. Sie besitzen ekelhaft graue Haut, hellweiße Lippen und lange Haare. Sie tragen zerfetzte Lederwesten über ihren dicken Wänsten und ihre dünnen Beine können die massiven Körper wohl kaum noch tragen. Sie sind angefüllt mit stinkendem schwarzen Blut und weißem Eiter. Und je näher sie kommen, desto deutlicher könnt ihr sie riechen. Sie stinken nach ranzigem Fett und ihre Grabestimmen klingen, als wären ihre Kehlen mit Wasser gefüllt. Und das unter all dieser Sonne, die jetzt gerade dabei ist unterzugehen. Hellweiß. Oh, seht doch mal, da kommen sie. Da, ja, spannt euren Bogen, verdammt. Ich dachte, wir wollten sie nur herlocken. Das sind Untote, könnt ihr die bitte umbringen? Ja, das müssen wir wohl in der Tat. Oder erlösen, vermutlich. Ja, aber sehr langsam. Seid ihr sicher, dass sie zu uns kommen? Sie scheinen eher einen Spaziergang zu machen. Das sind Untote. Die haben keinen eigenen Willen mehr. Nun gut. Ja, während ihr zuseht, die Untoten laufen jetzt nicht wirklich in Formation, aber mit einem strikten Ziel auf die Richtung, aus der der Pfeil eben auch gekommen ist, ja, irgendwie von der Hauptstraße, was ehemals die Reichsstraße war. Das sind wohl noch 120 Meter, also ihr habt noch viel, viel Zeit, aber irgendwann werdet auch ihr offenbart werden, gerade wenn dann das Pferd scheu geht, was irgendwo hinter euch steht. Ihr könnt euch nochmal ein bisschen orientieren, könnt euch überlegen, was ihr tut, aber ihr habt die feste Gewissheit, dass diese Skelettkrieger oder diese Untoten auf euch zukommen. Die anderen Mordbrenner weiterhin auf einer Entfernung von 400, 440 Metern beziehungsweise ungefähr 250 Meter vom Waldrand entfernt. Könnt ihr sie dort sehen, wie sie immer noch stehen. Der eine betrachtet wohl auch gerade den gefallenen Bruder. Sie scheint da ja ein bisschen verärgert, aber nicht verängstigt zu sein und ja, machen sich da auch nicht irgendwie bereit, jetzt einen Ausfall zu wagen. Sie bleiben weiterhin an der Brücke stehen, haben ihre Schilde vor ihrem Bauch, vor ihrer Brust, damit sie dann eben weiteren Beschuss abwehren können. Sind das wohl also schon gewöhnt. Gut, dann gebe ich noch einen Schuss ab. Also auf die, wie man mir hieß, Untoten. Ich würde ein Attribut bewirken. Beziehungsweise, ich kann dir relativ gut sehen. Wie widerlich sehen die aus? Also sie sehen schon echt abgeranzt aus, musst du sagen. Wie gesagt, sind sicherlich mal Menschen gewesen, zumindest tragen sie menschliche Rüstung. Einige mit Äxten, andere mit schartigen Schwertern, zerfetzte Wappenröcke, die sie bei sich tragen, angefüllt mit wohl auch noch sowas wie Organen, also das schwarze Blut und den weißen Eiter kannst du erkennen. Nicht alles sind skelettiert, aber es ist eine bunte Mischung aus diesen Untoten. Okay, also die sind nicht kürzlich erst erhoben worden. Also ich meine, kürzlich verstorben, so. Gucken wir uns mal den Mut an, hm? Ja, komm schon. Ja, doch. Ich nehme dann Ziel und schieße auf den Erstbesten. Wie ist das eigentlich mit den Untoten? Bewegen die sich noch in Formation? Also ist das wirklich so eine Reihe oder so etwas? Oder ist das so ein zielloses in unsere Richtung? Also sie gehen jetzt auf einer breiten Linie auf euch zu, aber es ist keine Formation und sie sind jetzt auch nicht eng an eng mit Schild an Schild oder sowas. Also das war vielleicht bei den anderen Gardisten war das alles ein bisschen einfacher, weil du dann da einen gezielten Ignisfero reinsetzen könntest.
Kannst du erstmal selber ausmessen. Also teilweise haben sie einen Abstand von 4 Metern zueinander, teilweise mal von 7 Metern oder eben noch sehr viel mehr. Also dass sie dann insgesamt auf einer Front von grob 80 Schritt auf euch zukommen, die ist natürlich sehr breit. Das macht sie dann auch wohl vielleicht einzeln besiegbar, aber zumindest könnte man sie nicht mit einem großen Feuerball auslöschen, wenn das die Frage wäre. Wie gesagt, ich würde ein Attribute wirken, der dauert 30 Aktionen. Habe ich diese noch? 30 Aktionen. Ich müsste mir erstmal die Geschwindigkeit angucken. Aktuell habt ihr noch ungefähr 90 Meter bei einer Geschwindigkeit von, ich sag mal, ja, was werden die haben? 4? Ob die hier angegeben ist? Ich sag mal, die haben eine Geschwindigkeit von aktuell, ah ja, hier steht's drin, 5. Kannst du ja dann selber ausrechnen, wie viel sie brauchen. Wenn sie gehen, sie werden nicht laufen, sie gehen. Gehe ist 5 pro Kampfrunde, heißt da, oder? Dann gehen sie. Nee, also ein Sprint ist 5 mal 3, sind 15 Meter. Ja, wenn sie laufen, sind es 5 mal 10, also sind es 5 mal 1 Meter, dann gehen sie, genau. Es geht genau, ob sie Aktions- oder Kampfrunde von 5 GS. Die gehen 5 Meter pro Kampfrunde. Das meinte ich damit. Und 30 Aktionen sind ja 15 Kampfrunden. Ja. Und 15 mal 5 sind 75, also müsste die Zeit haben. Ja, dann sollte das was haben. Gut. Dann würde ich die Attribute wirken. Auf mich bezogen. Mhm. Welches Attribut? Körperkraft. Körperkraft. Attribute, Muskelstärke, Körperkraft, mächtiger Leib, der neue schafft. Auf mich bezogen, Verkleinerung der Reichweite, 3 ZFP halbiert, plus 2. Und ich kann mehr Spezialisierung einsetzen. Da kannst du den wirken. Andere Vorbereitungen, die ihr noch treffen wollt? Ja, ich möchte mir mal den Zustand der Zäune anschauen. Also die laufen ja jetzt den Weg entlang oder krachen die durch diese Zäune hindurch? Ach so, ja, die Zäune sind sicherlich auch schon recht mitgenommen, teilweise morsch oder eben auch von größeren, ja, Tatzelwürmern, die du dann nicht auch erkennen kannst. Also du siehst die Tatzelwürmer selber nicht, aber die Spuren von ihnen kannst du sehen. Also die werden sich da irgendwelche Wege dann bahnen, teilweise vielleicht auch kurz hängen bleiben, ihre Rüstung dann aufreißen, vielleicht auch ein bisschen Fleisch oder sowas hängen bleibt, aber das ist dann bei Untoten, der hat denen auch relativ egal. Also sie werden nicht großartig von Zäunen blockiert, die dann die Weide da abgrenzen, aber das ist schon eine richtige Beobachtung, dass die da auch das ein oder andere Mal hängen bleiben. Okay, also mir ging es jetzt auch ehrlich gesagt darum, dass ich eine Engstelle ausmachen möchte, an der wir möglichst nicht von den Untoten umkreist werden können. Also wäre das wahrscheinlich eher am Waldrand möglich oder ist da doch noch irgendwie ein Zaunstück, das da gerade so gut ist? Also wenn du dir das an. Ja, du kannst auch mal eine Kriegskunstprobe würfeln, kannst du natürlich auch gerne mal machen. Du kannst auch raustreten von dem Waldstück dann auf die Lichtung, dann wirst du natürlich auch von den Mordbrennern gesehen. Bisher haben die sich nicht wirklich dafür interessiert. Die haben jetzt halt einen Pfeil von Elfen gefressen, aber wenn sie jetzt sehen, dass ihr da eben auch raustretet und kämpft, dann. Wartet. Ziehen wir uns lieber tiefer in den Wald zurück, damit wir nicht gesehen werden. Also Isarun, du hältst das echt für eine gute Idee, einfach draußen kämpfen. Ja, das ist auch schön rödianisch. Wir wollen nicht von der Festung gesehen werden. Schalten wir diese Dinge aus und kümmern uns danach um die Mordbrenner. Weil sie ja auch nicht wissen, wie viele wir im Moment sind. Genau. Ziehen wir uns weiter zurück. Wir werden mit denen locker fertig. Wenn die anderen nicht kommen... Gut, dann habt ihr recht. Dann sollten wir tatsächlich weiter in Richtung Süden gehen. Wie viele Pfeile habt ihr denn dabei? Trotzdem gerne mal orientieren, was die denn für Waffen und Rüstungen tragen, die... Untoten, die da auf uns zukommen, sind die in Eisen gerüstet oder sind die in Leder gerüstet? Die sind in Leder gerüstet und das sind dann vor allem Schwerter, sehr rostig, also die waren wohl auch schon zu Lebzeiten nicht besonders gut und dann, ja, Säbel wirst du nicht so viele erkennen, vor allem dann noch Morgensterne oder Kriegshämmer oder sowas, also vielleicht Söldner, die dann hier vorbeigeritten sind. Okay, alles klar. Ich entspanne meinen Bogen dann erstmal wieder. Wenn ihr das alles abgeschossen, ne? Noch nicht. Ich war gerade am Zielen gewesen. Also ich habe den jetzt drauf und ich nehme den jetzt vorsichtig wieder runter. Wenn ihr das denkt, dann ziehen wir uns etwas weiter in den Wald zurück. Denkt daran, dass dort Sumpf ist. Das könnte auch zu unserem Nachteil sein.
Und ihr dürft einfach nicht hineintreten. Dort, wo es untief ist. Tief ist. Ich werde sicherlich nicht da reintreten, aber ich meine, die anderen. Sollten wir nicht wenigstens einen Probeschuss abgeben mit der Abalone? Ja, kann ja nicht schaden. Aber tiefer oder? Im Wald. Parino hat schon recht. Nicht also, gegen Untote. Fernkampf gegen Untote ist nutzlos. Ich bin ja, tatsächlich darauf gespannt zu sehen, wie euer Menschenbogen sich benimmt. Das bin ich auch. Ich denke, das ist jetzt aber ein Moment, in dem wir anfangen sollten zu laufen und nicht zu reden. Ja, lenk doch einmal bitte das Pferd herum. Der Wagen sollte doch ganz im Hintergrund sein. Natürlich. Ja, dann schießt mal weiter Pfeile auf sie, damit sie auch motiviert bleiben. Ich dachte, wir gehen jetzt. Ich würde mich wieder auf den Wagen platzieren. Aber wir wollen, dass sie mitkommen. Und sie kommen nur mit, wenn sie glauben, dass sie uns umbringen können. Deswegen schießt sie jetzt auf sie. Sie kommen auf jeden Fall mit. Die Mordbrenner warten hinten. Die kommen nicht. Ja, ja. Du hast dich so ein bisschen, hast ein bisschen Probleme, dann dein Pferd zu nehmen und dann an den Zügeln zu führen. Ist ein bisschen ungewohnt mit den dicken Oberarmen, die du jetzt hast. Und du weißt auch nicht genau, wie Raphim damit umgeht. Scheint sich so ein bisschen selbst zu stören damit. Ach komm schon, Pferdchen. Zieh uns heran den Zügel. Ja, du ziehst und das Pferd schaut auch so ein bisschen erstaunt. Oder du schaust auch genauso erstaunt, wie du das Pferd auch einfach ziehen kannst. Wie hoch ist deine Körperkraft gerade? 17. Ja, das ist nicht so viel. Was hat Grafim? 19. Ja, also das Pferd wird natürlich auch auf alle Fälle kommen. Hat die Untoten noch nicht gesehen, gewittert. Natürlich aktuell sowieso ziemlich schwierig. Und wenn ihr euch weiter zurück in den Wald zieht, könnt ihr dann auch sehen, wie die Sonne weiter untergeht. Und es dunkler und dunkler wird. Zwei Untote schaffe ich. Vielleicht auch drei auf einmal, aber dann ist auch gut. Müssen wir sie denn bekämpfen? Können wir sie nicht in den Sumpf locken und sie dann dort abhängen? Ja. Ich mit dem Wagen. Wir können uns in den Rücken fallen. Wir wollen diese Dinger ausschalten. Sie sind wir wollen immer noch, nicht, dass sie weiter existieren. Richtig, sie sind immer noch eine Gefahr. Und diese Gefahr müssen wir natürlich auslöschen. Ja, und eine Perversion des Lebens und des Elementes Humors. Da habt ihr wohl recht, ja, aber... Ja, nichts, aber weg damit. Ich stelle mir immer noch die Frage, wie wir dann weiter vorgehen, wenn wir die Untoten besiegt haben. Dorian, die Idee in die Runde. Immerhin halten sie weiterhin die Brücke. Und ja, vielleicht aber haben wir sie, wollen vielleicht jetzt haben nicht sie vorstürmen, während die Untoten da sind und gegen alle gleichzeitig kämpfen, denn sie halten die Brücke auch so. Wir aber wollen jetzt die Untoten auslöschen, danach picken wir weiter die Mordbrenner, bis wir sie auch fortgelockt haben. Genau. Vielleicht haben sie ja die Botschaft verstanden und werden die Brücke freigeben, wenn wir danach fragen. Nein, das nicht. Aber wir haben noch unseren wunderbaren Elfenschützen hier und der schießt einfach einen nach dem anderen tot. Diesen untoten Trick schaffen wir kein zweimal. Und also, seid ihr denn wirklich sicher, dass es alles böse Menschen sind? Vielleicht sind einige von ihnen nur hier, weil sie es nicht besser wissen. Wenn es Zwerge wären, okay, dann würde ich euch recht geben. Aber das sind Menschen. Also, sie sind wahrscheinlich alle... Hey! Naja... Die Zwerge, die sind nicht so leicht zu beeinflussen durch dunkle Mächte und so. Also für 20 Untote habt ihr echt viel Zeit hier rumzulabern. Und sie bewegen sich ja auch sehr langsam. Fast so, als wollten sie uns gar nicht umbringen. Also, wer nimmt wie viele Untote? Ich frag nochmal. Wir suchen uns jetzt eine Stelle, an der wir möglichst viele abfangen können, sodass sie uns nicht umkreisen können. Ja, können doch einfach den Wagen verwenden. Wir stellen den Wagen dahin und dann stellen wir uns an beide Seiten von dem Wagen. Sicher, dann sollten wir aber erst das Pferd abschirren, sonst zieht es uns den Wagen noch sonst wohin. Wir sollten trotzdem einen Engpass buchen und dann kann ich ja eine Wand aus Erz aufziehen. Ach, hervorragend. Ja, das sollten wir tun. Nun, mit eurem Karren werden wir auf keinen Fall in den Sumpf gehen können. Wir wollen auch gar nicht in diesen dusseligen Sumpf. Aber ich dachte, also, ihr wolltet eine Stelle finden, an der ihr nicht so leicht umringt werden könnt. Stellen wir uns auf den Weg, Voltax, du mach deine Wände links und rechts, dass sie nur in der Mitte zu uns durchkommen und dann können wir sie umziehen und einen nach dem anderen ausschalten. Und dann schießen wir einmal mitten rein mit der Abalone. Die bringt nichts. Hier mit eurer dusseligen Abalone. Das bringt immer was. Es sind Untote. Na und? Ach, ich kämpfe mit Idioten an meiner Seite. Also mindestens einem, und ich zeig mal auf Abemir. Aber, ich bin mir sicher, der Kern der Sache wird sich gleich offenbaren, wenn ihr es einfach einmal ausprobiert. Welcher Schaden ist schon dabei?
Genau. Munitionsverschwendung. Wir stellen den Karren jetzt da hinten quer hin. Boltax macht an die Seite die Wände. Abelmir schießt mit seiner Abalone in der Mitte. Guter Mann mit dem Bogen. Könnt ihr auch anders kämpfen oder seid ihr nur Bogenschütze? Ich kann selbstverständlich mit meinem Wanderstab umgehen. Du merkst, der Wanderstab hat oben dran eine sehr lange Klinge und eine Saufeder. Das nehme ich einfach mal als ja. Wärt ihr denn auch bereit, mich im Nahkampf zu unterstützen gegen die bösen Wesen? Nun, wenn es denn wirklich nicht anders geht, dann werden wir uns wohl mit der Waffe verteidigen müssen. Ja, wunderbar. Isarun, ich weiß nicht, was ihr könnt, aber bestimmt irgendwas Nützliches. Ja, sicher, ich habe mein Flair-Schwert und mein Flammenschwert. Könnt ihr irgendwie was zaubern, dass sie uns nicht angreifen bei den Dämonenviechern, oder geht das nicht? Nein, also ich könnte zwar tatsächlich eine Schutzkumpel gegen die Macht der Herren der Untoten zaubern, allerdings wir wollen ja diese Geschöpfe, hinfortfegen. Aber dann kämpfen wir aus der Kuppel raus, das hat doch schon mal gut funktioniert. Ja, ist das wirklich nötig? Immer hinter dieser Kuppel, also bei Dämonen, ach... Der Destructibo ist ebenfalls ein sehr hilfreicher Zauber gegen... Der Destructibo. Aber mir unterhalten sich gerade fähige Menschen. Geh an deine Arkebuse oder wie das Ding heißt. Mach mal Lohne. Richtig. Nun, nein, wir werden sie einfach zerhauen. Genau, verschwendet nicht zu viel eurer Kraft an Untoten. Wir haben noch genug Feinde vor uns. Finde ich einen guten Vorschlag. Lasst uns sie umbringen. Dann würde ich mich noch orientieren, bevor die Viecher auftauchen. Ja, für die Orientierung bleibt sicherlich noch genug Zeit. Und wie sieht es bei Abelmir aus? Wie lange hält der Attribute? Eine Stunde. Eine Stunde, okay. Dann müssen wir uns darüber auch keine Gedanken machen. Aber dann können wir anfangen. Dann schauen wir, wenn wir die zaubern, bevor sie da sind. Genau, wenn wir die... Ich meine, ich habe immerhin 15 Aktionen Zauberdauer. Na, halbierten Zauberdauer. Also von daher... Ist hier 1:1 von der... Das muss ich mir gerade mal ausdenken. Also es macht keinen Sinn, dass ihr jetzt gerade 5 Schritte auseinander seid. Das heißt, ich sag mal 1:10. 1:10 und wenn das hier... Ja, dann sind es hier... Macht das Sinn, dass hier noch 8 Meter? Ich muss gerade mal gucken, wie groß der Baum ist. 16 Schritt, 20 Schritt, 2 Meter. Nee, dann ist das... ist 1:1. 1:1 und dann müsstet ihr euch überlegen, wie ihr dann aneinander dran steht. Ich muss den Wagen noch ein bisschen kleiner machen. Okay. Ich stelle mich neben Raphim, der hat ja darum gebeten. Kommt, Frontschweine. Karinor! Ja. Bleibt hinten. Wir sind Untote. Bleibt weg. Nein, ich muss mich dem Ganzen stellen. Gut. Ich an eurer Seite bin, Raphim. Ja, das wird es schon werden. Wenn wir uns hier so aufstellen, zauber ich mal einen Stand fest, dann gleich. Genau, und ich werde mein Attributo, Armatrotz zaubern. Gut, dann fange ich aber schon mal... Nee, das macht tatsächlich keinen Sinn, hier eine Wand zu zaubern. Die Wand müsste viel zu groß sein, das kriege ich nicht hin von meinem Askill. Dann mache ich was anderes. Gut, ich fange einfach mal in der Initiative-Reihenfolge von unten nach oben an. Würfelt doch bitte einmal Initiative. Ich habe meine schon gewürfelt und dann habe ich in diesem Fall nur meine Skelettkrieger mit der 15. Die Mordbrenner fallen in diesem Fall zumindest raus. So, moin moin und damit willkommen zu einem Voice-Over von mir zu diesem Kampf. Warum? Weil er in diesem Fall 2 Stunden gedauert hat und ich dachte mir, ich schneide das einfach mal ein bisschen kürzer. Für die Hardcore-Freunde, ich sage immer Freunde von mir, die dürfen gerne noch einmal in der Special-Playlist oder in der Spezial-Playlist nachsehen. Ich habe das Ganze da dann unter dem Flug des Raben als Spezial verlinkt mit diesem Kampf. Da könnt ihr das Ganze dann in ungeschnittener Version und ohne Voiceover von mir genießen. Was ist passiert? Die Skelette kamen natürlich im Morast auf die Gruppe zu und sie haben sich so ein bisschen taktisch positioniert. Die Helden um Isarun, Kiaras, Raphim und dann eben auch der neue Elf wollten in Formation kämpfen. Das heißt, sie konnten gegenseitig oder füreinander parieren, was natürlich auch relativ sinnvoll ist an dieser Stelle. Kiaras hat hier mit Kriegskunst geglänzt, hat dann sowohl die Initiative von allen erhöht, als eben auch den Überzahlbonus negiert,
Was mir nicht so gut gefallen hat, aber es war taktisch herausragend, denn ich wollte hier tatsächlich mal austesten, was ich so kann mit meinen Skeletten. Das waren keine besonders schwierigen Gegner, keine besonders harten Gegner, die hatten jetzt nicht so hohe Werte, die haben auch nur mit N-Waffen gekämpft, also auch die Distanzklasse war hier nicht so von Relevanz, wenn man dann auf S sie gegenhält oder eben auch fernhält. Aber sie sahen, es waren, ich muss gerade überlegen, 6 Helden plus Dorian, der allerdings nicht so viel gemacht hat, wie das NPCs normalerweise nicht tun, denn NPCs stehlen bei mir nicht die Show. 6 Helden gegen 20 Skelette, das heißt, es gab eine große Überzahl und jeder durfte ein paar Skelette ja, für sich ja, formieren. Das Problem war, Boltox hat sich aus dem Kampf auch zurückgezogen, der stand die ganze Zeit hinten. Hat dann darauf gewartet, dass er mit Magnetismus rumspielen kann. Das würde natürlich auch die Helden stören, sag ich mal. Aber er hat sich dann, nachdem er das erste Mal angegriffen wurde, hat er sich auch wieder zurückgezogen, hat gesagt, nee, ich will den Magnetismus nicht. Dementsprechend ist er nur hin und her gelaufen, hat dann den Nahkampf vermieden. Und es waren nur noch 5 Helden, die dann effektiv gegen 20 Skelette gekämpft haben. Das heißt, jeder durfte gegen 4 Skelette kämpfen. Abelmir hat das relativ geschickt gemacht, weil seine bohrenheiligen Waffen bohrenheilig waren und doppelten Schaden gemacht haben. Zusätzlich mit seinem Armatrotz hat er krass viel Schaden rausgedrückt. Ebenso wie Rafim, das kennt ihr ja sowieso schon. Und unser neuer Elf hat leider seine Rüstung nicht wirklich eingetragen gehabt. Der ist dann noch ohne Rüstung zum aktuellen Zeitpunkt rumgelaufen. Das wird sich in Zukunft auch noch ändern, da wird er sich noch eine anziehen. Einfach weil der Elf noch neu erschaffen war, war das zu dem Zeitpunkt nicht eingetragen. Und auch Werte wie Eisern waren noch nicht eingetragen. Aber er lief dann am Ende des Kampfes mit 2 LEP nach draußen, wurde auch mehrfach gerettet. Einen eigenen Schicksalspunkt hatte Daru zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Der war schon verbrannt, als er Yalan retten wollte. Das heißt, er muss 10 Runden warten, bis der wieder kommt, beziehungsweise 10 Wochen. Und dementsprechend war das sehr, sehr knapp. Er hätte kein Chippy verbrennen können für seinen neuen Helden. Der wäre dann tatsächlich tot gewesen. Isarun hat auch im Nahkampf viel Blödsinn mit ihrem Flammenschwert gemacht. Das war auch relativ gut. Und Kieras hat sehr viel pariert, hat dann auch sehr viel Kriegskunstkommandos gegeben. Das habe ich ja eben schon gesagt und hat dann damit der Gruppe enorm, enorm weitergeholfen. Am Ende hat Boltax dem Elfen wieder geholfen, indem er mit seinen Archofaxii die Gegner umgeworfen hat, was dann eben auch den Elfen gerettet hat. Aber ansonsten hat er nicht wirklich Schaden rausgedrückt, sondern stand tatsächlich nur hinten und hat gut ausgesehen im Match rumlaufen und so weiter. Aber die Zusammenfassung wird auch nochmal von den Helden gegeben. Jeder für sich selbst, was so passiert ist. Und wer, wie gesagt, die richtige Version sehen möchte, der muss in der Spezialplaylist sehen. Damit machen wir wieder weiter. Ja. Nicht gedacht, dass die euch so fertig machen. Der Einzige, der fertig ist, bin ich. Sü 20. Nächstes Mal mache ich mich unsichtbar und renn weg. 20, das reicht. So einen haben wir schon, der heißt Boltax, da brauchen wir nie einen zweiten. Was? Ich habe eben 2 auf die Bretter geschickt. Gut. Außerdem ist er nicht unsichtbar. Dann beschreibt mir doch mal, wie die ganze Szene abgelaufen ist. Also einfach nochmal eine richtig schöne Beschreibung, wie sie angesprintet kam. Jeder darf einfach mal beschreiben. Wir fangen einfach mal oben an mit Abelmir, was so passiert ist. Ja, die Skelette liefen auf mich zu. Ich stand natürlich zuerst in der zweiten Reihe, ließ erstmal die Kämpfer vor. Und suchte mir dann speziell links einen besonderen Trupp raus, den ich niederringen konnte. Und nachdem ich dies geschafft habe, habe ich mich wieder zur restlichen Gruppe zugesellt und sie unterstützt mit meiner, wie auch immer, vorhandenen Kampfkraft. Bohren an deiner Seite. Boltax, was ist bei dir passiert? In höchster Not für unseren Elfen war ich da und habe mit 2 sehr mächtigen Zaubern 2 der Untoten zu Fall gebracht. Wenn auch nur kurzzeitig. Aber das hatte schon gereicht, um das Blatt zu wenden. Um das Leben von Mendari und Federbringer zu retten. Isarun, ich habe mich natürlich heldenhaft mit Kiaras, Rafim und dem neuen Elfen in die erste Reihe gestellt, um den Feinden direkt entgegenzutreten. Während Abelmir sich dann feige hinter mir versteckte und mir dann auch noch den Kill stahl.
Ja, aber trotzdem haben wir es geschafft, mit vereinten Kräften die Skelette zurückzuschlagen und dabei habe ich darauf geachtet, dass ich Kiaras und Rafims Bewegungen gut wahrnehme, denn ich möchte auch einmal lernen, in so einer Formation zu kämpfen. Genau, mit dabei dein Flammenschwert, was nach und nach wuchtige, brennende Hiebe in die Skelettleiber tat. Kiaras. Ja, in Abwesenheit von Yalan habe ich dann wohl endgültig entschieden, zumindest in Kämpfen die Kriegsleitung zu übernehmen. So habe ich mich neben die anderen gestellt und angefangen, Befehle zu brüllen, um sie in Linie zu bringen, um uns in eine geeignete Formation zu bringen, dass wir nicht von der Masse überrollt werden. Und so stand ich Seite an Seite mit den anderen und habe mich darauf konzentriert, so viele Klingen wie möglich von ihnen abzuwenden, so viel Schaden von anderen über auf mich umzuleiten, auf das wir am Ende, nun, zumindest die meisten von uns, wieder in einem Stück herauskommen. Jetzt, wo Yalan mit seinem Albuin unterwegs ist, hast du natürlich dann auch die militärische Führung übernommen und hast da auch dann tatsächlich deine Position gefunden. Herausragende Leistung. Mendarion, was ist bei dir passiert? Mendarion sah sich relativ zügig von den Skeletten umstellt, an denen er auch zu seinem Entsetzen keinen Stich tun konnte. Also halb stolpernd, halb springend wich er dann zurück, was glücklicherweise gerade genug Zeit gekauft hat, bis Rafim dann die Sache von der Seite aufrollen konnte. Bis er dann zum Schluss noch an den letzten beiden Einzelnen, die hier herumlagen, verzweifelt immer wieder auf sie anstach, in der Hoffnung, irgendwas Wichtiges zu treffen. Was bei Dingen, die keine inneren Organe haben, reichlich schwierig ist. Rafim. Ja, endlich wieder in der Schlachtlinie. Verbündete links und rechts. Ich wollte ja noch die Position an der Seite nehmen, wo man besonders viele Gegner abbekommt. Aber der Elf hat sie sich vor mir geschnappt und er war schon zu spät. Karenor brüllt Befehle auf Tulamidia. Es ist fast wie damals. Wir haben sie abgeschlachtet, einen nach dem anderen. Der Elf hat seine Position verlassen, enttäuschend aber zu erwarten. Ja, jetzt wäre Greifen und doch gar nicht schlecht gewesen. Den hätte man in die Mitte schubsen können und er hätte das easy überlebt. Es war noch ein bisschen zu einfach. Aber man genießt es ja. Was auch immer Boltax dahin gemacht hat. Enttäuschend. Gut, dann bitte einmal die Lebenspunkte. Abelme, wie viel hast du noch? 26. 20 von? 33. Okay, Boltax. Ich habe volle Lebenspunkte. 36 volle Lebenspunkte. Von 36. Ja, alles andere wäre auch verwunderlich. Iserun. 22 von 33. Ah, Kiaras. 17 von 35. Intarion Federbringer. 2 von 28, Junge. Rafim. 19 von 29. Gut,